So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen jetzt weiter, die Pause ist durch und es geht zum Thema Zirkucast. Interview mit Frau Polzin vom Gütersloher Wertstoffzentrum und, wo ist sie denn? Ach nein, Frau Scherer macht das Interview. Ich denke mal, das gibt einen zweiten Podcast sozusagen, nachdem Sie Herrn Richter vor einer Woche interviewt haben. Ja, ganz genau. Und jetzt gebe ich das Mikrofon direkt weiter und ich wünsche Ihnen viel Spaß zu diesem Podcast. Mich? Ja, okay, Test, wunderbar. So, jetzt hört sich das besser an. Zunächst einmal vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Wir starten jetzt hier gleich die Aufnahme von unserem Zirkucast. Vorhin hatte ich das bereits schon mal kurz angesprochen. Wir starten nämlich ein neues Podcast-Format für die Branche, dessen Ziel ist es, Einblicke in die Arbeit in der Kreislaufwirtschaft zu liefern. Und zwar von ganz unterschiedlichen Berufen, also sei es von der Fraktionsseite oder aber auch letztendlich die Funktion, die im Alltag ausgeführt wird. Da hatten wir bisher schon die große Freude, zwei Gäste zu haben. Einerseits den Herrn Sascha Richter, der Geschäftsführer bei der GEMIS ist. Abfallentsorgung in Thüringen, ein mittelständisches Unternehmen mit dem Fokus auf biogene Abfälle. Und erst gestern haben wir dann die nächste Folge veröffentlicht mit Maike Lessau von der Resourcify. Und ich freue mich sehr darüber, heute Linda interviewen zu dürfen. Linda ist Betriebsleiterin bei der Gütersloher Wertstoffzentrum GmbH, welches zur Unternehmensgruppe Hagedorn gehört. Auf mehr als 50.000 Quadratmetern werden dort jährlich über 750 Tonnen an Wert- und Recyclingbaustoffen im In- und Output gehandelt. Linda verantwortet den Betrieb mit insgesamt 12 von 21 Angestellten und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf das Recycling und die Verwertung von Materialien sowie der Weiterbildung und Förderung ihrer Mitarbeiter. So, herzlich willkommen Linda, sehr schön, dass du da bist. Ja, Laura, vielen lieben Dank für die Einladung. Und ich bin gespannt, was du mir für Fragen stellst. Ja, sehr gerne doch. Bei diesem Podcast gehen wir meistens so vor, dass wir zunächst einmal etwas über den Berufsalltag unserer Gäste erfahren wollen. Erzähl uns doch mehr darüber. Wie sieht dein Berufstag als Betriebsleiterin aus? Welche Aufgaben hast du da jeden Tag? Ja, zunächst einmal würde ich sagen, das absolute Tagesgeschäft. Das heißt, man weiß oft nicht, was auf einen zukommt. Dann natürlich die Mitarbeiterführung, ganz klar, was eigentlich auch im Fokus stehen sollte und auch muss. Und nebenher natürlich auch noch ganz viele Projekte. Das heißt, was für Materialien kommen auf unser Betriebsgelände? Gibt es auch mal neue Materialien? Macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen? Vielleicht neue Verwertungswege zu suchen? Aufbereitungsarbeit zu leisten, wann werden welche Maschinen, mit welchem Personal ausgestattet, betrieben, wie sehen die Outputströme aus, Kontakte mit den Endanlagen, wo wir unser Material dann auch hinliefern. Also es ist wirklich eine Bandbreite von bis, sehr umfangreich und wie gesagt, jeder Tag sieht auch tatsächlich anders aus. Mhm, wunderbar. Was ist denn deine Lieblingsaufgabe von denen, die du jetzt gerade genannt hast? Oh, sehr interessante Frage. Also zum einen mag ich es einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten, das heißt mit meinen Mitarbeitern, Maschinisten, gewerblichen Mitarbeitern, sowie aber auch mit den Abteilungen, mit denen ich ja sehr intensiv zusammenarbeiten muss, das heißt auch der Vertrieb für die Inputströme, dann der Geschäftsleitung natürlich, um vielleicht auch neue Projekte zu besprechen, zu diskutieren. Ich sag mal, mit den Genehmigungen auf dem Betriebsgelände sich zu beschäftigen, muss man vielleicht mal ein bisschen was erweitern, weil es wieder neue Materialströme gibt, die interessant werden. Vielleicht aber auch Materialströme, die dann nicht mehr so interessant sind auf dem Markt. Also gibt es doch so einiges, was mir auch Spaß macht. Schön. Wir sind hier ja gerade auf einer Fachmesse der Recyclingtechnik und haben entsprechend auch Publikum, das sich ein bisschen auskennt. Du hast gerade schon von Stoffströmen gesprochen, also insbesondere solchen, die dann vielleicht mehr oder weniger attraktiv sind. Erzähl uns doch gerne mehr über die Arten von Stoffströmen und Fraktionen, die du in deinem Wertstoffzentrum hast.
Und die dort gehandelt werden? Ja, also den Fokus legen wir tatsächlich auf die mineralischen Abfälle und Wertstoffe. Das heißt, hauptsächlich Bauschutt, verschiedenste Böden werden angeliefert, behandelt bei uns. Dann haben wir auch eine große Menge an Dachpappe, die wir aufbereiten dürfen, auch auf dem Betriebsgelände und dann eben weiterliefern. Die kleinsten Ströme sind bei uns tatsächlich sowas wie Gewerbeabfall, Kunststoffe. Also das ist wirklich nur minimal bei uns vorhanden. Mhm, sehr schön, vielen Dank. Wir haben eingangs schon gehört, dass das Gütersloher Wertstoffzentrum Teil von der Hagedorn Unternehmensgruppe ist, die ja auch sehr bekannt ist. Vielleicht möchtest du uns noch gerne mehr über die Hagedorn erzählen und was da das Geschäft ist und quasi wo sich dann dein Betrieb dort auch einreiht. Ja, sehr gerne. Also die Hagedorn Unternehmensgruppe gibt es jetzt seit ca. 25 Jahren. Also wir hatten auch letztes Jahr das Jubiläum, das 25-Jährige, was groß gefeiert wurde. Und es fing alles an mit Thomas Hagedorn, der selber Baggerfahrer war und ich sag mal mit einem Ein-Mann-Betrieb angefangen hat, Kleinstgebäude, Einfamilienhäuser abzureißen, hat sich jetzt ein Unternehmen mittlerweile aufgebaut, das auf mehreren Säulen basiert. Das heißt nicht nur Abbruch, sondern da wurde dann eben auch gesehen, was machen wir eigentlich mit den Materialien, die wir abbrechen? Wäre ja schön, wenn wir die wieder irgendwie in den Kreislauf zurückbringen können. Das heißt, dann wurde das Gütersloher Wertstoffzentrum nebenan in Gütersloh erstmal errichtet. Jetzt haben wir letztes Jahr das Hannoveraner Wertstoffzentrum errichtet. Das heißt, überall, wo auch die großen Abbruchsparten sitzen, in den Städten, ist eigentlich das Ziel, auch ein Wertstoffzentrum anzusiedeln. Mhm. Da sind jetzt weitere noch im Aufbau, eventuell Kölner Gegend, Berlin ist in Diskussion. Dann geht es aber auch darum, ja, wenn Gebäude abgerissen sind, vor allem große Projekte wie Kraftwerke, Abriss von Kraftwerken oder Industriegeländen, Gebäuden, das ist das Steckenpferd mittlerweile von Hagedorn, das Gelände wieder so zu revitalisieren, das heißt auch wieder aufbereitetes Material, Recyclingmaterial, Boden wieder einzubringen, das Gelände wieder so herzurichten, dass es nachher schlüsselfertig verkauft werden kann oder eben tatsächlich auch, mittlerweile wird überlegt, auch mit Bauunternehmen direkt selber was zu errichten und ebenso, wie gesagt, die Fläche auch wieder nutzen zu können. Mhm, ja, Bau- und Abbruchabfälle sind ja volumenmäßig die Abfälle, die am meisten anfallen in Deutschland, von dem ja natürlich auch für die Kreislaufwirtschaft ein sehr wichtiges Feld. Wir haben jetzt vorhin schon über deinen Arbeitsalltag gesprochen und da hätte ich vielleicht noch eine andere Frage für dich. Welche Herausforderungen siehst du denn in deinem Alltag und vielleicht auch für die Branche an und für sich, in der ihr euch bewegt oder letztendlich insbesondere das Gütersloher Wertstoffzentrum? Weil ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich miteinander verbunden sind, aber quasi einmal für deinen Arbeitsalltag und dann gerne auch noch für die Branche und unsere Zuhörer heute, was du glaubst, was da die Herausforderungen sind, die sich am Horizont abzeichnen. Ja, also eine große Herausforderung ist das Recruiting, Binden von Mitarbeitern, ganz klar, ist ja auch gerade hier Thema auf der Messe. Das heißt, sich mit den Mitarbeitern intensiver auseinanderzusetzen, nicht also einen Führungsstil vielleicht auch zu haben oder eine Führungsperson zu sein, die empathisch ist, die sich Zeit nimmt für ihre Mitarbeiter. Also das wird, glaube ich, in Zukunft noch herausfordernder sein. Dann ganz klar die Digitalisierung. Also da muss man ja auch sagen, da ist so die Abbruchbranche, Recyclingbranche, noch so ein bisschen hinterher teilweise, aber da tut sich, muss ich sagen, die letzten 1, 2, 3 Jahre sehr viel. Aber auch da, vor allem Kleinstbetriebe, die müssen zusehen, dass sie hinterherkommen, weil sonst werden sie abgehängt von den Größeren. Also das wird ein Riesenthema sein, Digitalisierung. Dann zum anderen aber auch die ganzen Verordnungen, Gesetze, die sich aktuell auch schon wieder ändern oder angepasst werden. Also es wird auf jeden Fall nie langweilig in unserer Branche, weil sich immer wieder irgendwas durch Regularien ändert und wir schauen müssen, wie können wir in diesen Grenzen noch agieren. Mhm, ja,
Das verstehe ich. Genau, in der Abfallwirtschaft wird es nicht langweilig und solange es Menschen gibt, geht uns natürlich auch die Arbeit nicht aus. Vielen Dank. Was lernst du denn bei deinem Job? Weil ich kann mir vorstellen, wenn es ja so ein dynamisches Umfeld ist, muss man immer am Ball bleiben. Letztendlich, was lernst du da und wie gehst du dafür auch vor? Also was man auf jeden Fall ziemlich schnell lernt, ist, schnell Entscheidungen zu treffen. Mhm. Auch wenn man nicht alle Basisinformationen hat, auf denen ich eigentlich gerne entscheide, aber schnell Entscheidungen treffen, das Team mitziehen, das dann hinter einem steht, die Mitarbeiter zu motivieren. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich auch der Hauptpunkt. Und eben zu schauen, okay, Projekte, Materialien ändern sich ständig, am Ball zu bleiben, zu wissen, wie kann man Materialien recyceln, mit vielleicht auch anderen Industriezweigen zusammenzuarbeiten und nicht nur in seiner Sparte Abfallwirtschaft zu bleiben, sondern wirklich auch mal links und rechts davon zu schauen, weil auch da gibt es Anlagentechniken zum Beispiel, die im ganz anderen Industriezweig angewendet werden, die wir aber super auch für die Abfallwirtschaft nutzen können, um eben Material aufzuarbeiten. Mhm. Ja, dann seid ihr ja hier oder bist du heute hier bei der Messe Recycling Technik ja auch genau richtig, um dich hier weiterzubilden über die neuesten Trends oder vielleicht auch die eine oder andere Partnerschaft dann zu schließen. Ja, was mich auch sehr interessieren würde, wäre zu wissen, wie du denn in die Branche gekommen bist und auch zu diesem Berufsbild. Was hat dich in die Kreislaufwirtschaft gebracht? Ja, da muss man sagen, war eher zufällig. Okay. Also zurückblickend hätte ich, glaube ich, niemals während der Schulzeit oder im Studium gedacht, ach, die Abfallwirtschaft ist ja ein interessanter Zweig. Also ich glaube, habe ich noch nie einen Gedanken vorher dran verloren. Mhm. Bin aber tatsächlich während meines Masters, also ich habe Maschinenbau im Bachelor studiert und im Master dann vertieft auf erneuerbare Energien. Und dachte, okay, in der Projektarbeit, im Master, bevor ich mein Studium abschließe, wäre ja schön, vielleicht nochmal in einen anderen Zweig einzutauchen. So, und dann habe ich eine Ausschreibung damals von der Stadtreinigung Hamburg gesehen, habe mich darauf beworben und die haben gesagt, jo, wir würden das Projekt gern mit dir zusammen machen. Mhm. Habe dann meine Projektarbeit mit denen zusammengeschrieben. Daraufhin wurde ich angesprochen, du, sag mal, ist ja ganz gut gelaufen, wir wollen aber noch ein paar mehr Infos haben zu dem Thema. Könntest du dir vorstellen, deine Masterarbeit auch anzuschließen? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, Kontakte habe ich geschlossen, hat mir super Spaß gemacht, warum nicht? Habe meine Masterarbeit dann noch vertieft zu dem Thema der Projektarbeit geschrieben und habe dann während der Zeit halt gemerkt, wie super interessant einfach diese Branche ist und ja, dass absolut. Es einfach wirklich nie langweilig wird. Mhm. Nie. Und es ist einfach so eine breit gefächerte Branche von Kunststoffen bis Mineralik, bis Gewerbeabfall, bis Sonderabfälle, chemische Abfälle. Also ich glaube, da findet eigentlich jeder irgendwie was in dem Bereich. Und wurde dann tatsächlich von der Firma Otto Dörner in Hamburg angesprochen, mhm. über meine Betreuerin damals. Du, wir haben gehört, du bist bald fertig mit deinem Master. Wir hätten hier vielleicht so ein paar Stellenangebote für dich. Hättest du Interesse? Die Stadtreinigung Hamburg wollte mich parallel auch noch haben, was ja schön zu wissen ist. Aber tatsächlich habe ich mir gedacht, oh, ich würde ganz gerne die private Wirtschaft erstmal und nicht im öffentlichen Sektor bleiben, um da meine Erfahrungen zu sammeln. Und habe dann bei Otto Dörner angefangen, mhm. im Qualitätsmanagement und Prozessmanagement. Mit aber Zielsetzung, dass ich auch aufgrund auch meines Studiums gerne ein bisschen wieder mehr mit der Anlagentechnik zu tun haben möchte und dann irgendwie mich in dem Unternehmen weiterentwickeln kann. Es wurde mir dann versichert, im Gespräch habe ich gesagt, gut, für einen ersten Job super, wo kann man ein Unternehmen besser kennenlernen als im Qualitätsmanagement? Ich glaube nirgendwo anders. Habe ich also dankend angenommen, die Position, und tatsächlich nach 2 Jahren, weil der Betriebsleiter damals vom Standort Stelling eine neue Sortieranlage, Gewerbeabfallsortieranlage im Süden von Hamburg aufbauen sollte, wurde die Stelle dann vakant und dann wurde ich direkt gefragt, du, kannst du dir nicht vorstellen, die Betriebsleitung am Hauptstandort in Stelling zu übernehmen für die Gewerbeabfallsortieranlage und das Betriebsgelände. Habe ich dankend angenommen und habe gemerkt, ja, macht mir auch richtig Spaß. Wurde natürlich, ich sag mal,
ins kalte Wasser geworfen mit auf einmal 35 Mitarbeitern. Mhm. Vorher noch keine richtigen Führungserfahrungen gehabt, bis auf, dass ich dann das Qualitätsmanagement-Team so langsam aufgebaut hatte. Mhm. Mit der Anlagentechnik natürlich wieder intensiv zu tun hatte, was ja auch mein Wunsch war. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Genau. Und jetzt sitze ich hier und ich glaube einmal, ich habe immer gehört auch von Kollegen oder Leuten, die man kennenlernt, einmal in der Abfallwirtschaft, immer in der Abfallwirtschaft. Ja, absolut. Und ich, wie gesagt, ich kann mir das auch in Zukunft vorstellen, weil es einfach super interessant ist. Mhm. Absolut. Also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen und ich glaube auch sehr viele Leute aus unserem Publikum. Vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast. Ja, du bist jetzt heute Betriebsleiterin, hast gerade schon angedeutet, dass das ein Beruf ist, der eben auch die Übernahme von recht viel Verantwortung bedeutet. Was glaubst du, sind sonstige Qualitäten und Eigenschaften, die jemand mitbringen sollte, denen die Arbeit als Betriebsleiterin oder Betriebsleiter interessiert? Für welche Art von Persönlichkeit ist das gut geeignet, diese Position? Also ich würde sagen, für eine doch starke, offene Persönlichkeit, neugierige Persönlichkeit auf jeden Fall und auf jeden Fall auch empathisch für die Mitarbeiter. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, das mitzubringen, aber solange man irgendwie offen ist, auch sich auch weiterzubilden, weil ich glaube, man kann nie aufhören, auch an sich selber zu arbeiten, auch als Führungsperson. Und man lernt ständig was Neues dazu, durch seine Mitarbeiter auch, weil jeder ist anders. Mhm. Und einfach da mitgehen und auch mit der Digitalisierung mitgehen, offen sein für alles. Ich glaube, dann hat man da ganz gute Karten. Ja, vielen Dank. Was glaubst du, wie wird sich dein Berufsbild und auch die Branche in den nächsten Jahren entwickeln? Wenn wir mal so an die nächsten 5 Jahre vielleicht denken, was glaubst du, was kommt da dann anders? Oder wo werden wir Entwicklungen in welchen Bereichen sehen? Also ich glaube, zum einen merkt man ja, es findet auch gerade so ein leichter Generationswechsel statt, habe ich so das Gefühl. Das heißt, die alten, erfahrenen Hasen mit ihrem, ich sag mal, auch vielleicht noch etwas teilweise, man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren, aber teilweise älteren Führungsstilen, werden so langsam abgelöst von den Jüngeren, die natürlich andere Werte haben, die auch jüngere Mitarbeiter natürlich wieder haben, aber auch ein breites Feld von älteren Mitarbeitern, neuen Mitarbeitern, da eben so den Spagat zu finden in der Führung, ist sehr wichtig und darauf einzugehen. Ich glaube, das ist einfach für Positionen in der Führungsebene sehr wichtig. Zum anderen für die Branche, wie gesagt, ich glaube, die Digitalisierung wird ein großes Thema sein, kann auch sehr gut weiterhelfen bei einigen Themen. Und jetzt persönlich, wie gesagt, die ganzen Verordnungen, jetzt zum Beispiel die Ersatzbaustoffverordnung, die jetzt kommt, sich damit intensiv, bevor es losgeht, auseinanderzusetzen und vorbereitet zu sein. Mhm, mhm. Da wir ja heute hier ein Fachpublikum haben, würde ich dich gerne auf den letzten Punkt nochmal ansprechen, die neue Baugrundstoffverordnung. Vielleicht hast du da ja die eine oder andere Information, die auch für das Publikum interessant sein könnte oder letztendlich Aspekte, mit denen du dich befasst. Ja, also wird natürlich massiv unseren Betrieb auch betreffen, weil wir bereiten Recyclingmaterial auf, wir bereiten Böden auf. Das heißt, wird beides diese Stoffströme zumindest bei uns betreffen. Es ist ja noch eine größere Bandbreite, aber das sind zumindest die beiden, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, wie es da weitergeht. Ich glaube, auch morgen sind viele Fachvorträge zur Mantelverordnung oder zur Änderung der Mantelverordnung. Ich glaube, da lohnt es sich auf jeden Fall hinzugehen, weil je informierter man ist und je besser man vorbereitet ist, desto einfacher wird es dann auch ablaufen, weil zum 1.8. geht es los. Mhm. Es gibt zwar teilweise noch Übergangsfristen, aber auch natürlich je nachdem wieder abhängig vom Bundesland, wie damit umgegangen wird. Und ich glaube, also wenn man nicht jetzt schon gestartet hat, dann wird es Zeit, weil es wird einige Veränderungen mit sich bringen, wie die Analyseverfahren werden sich ändern, die Einordnung der Materialien werden sich ändern,
nicht nur das, es muss auch das Inputmaterial muss intensiver untersucht werden und Annahmekataloge erstellt werden, dass man eben auch das Inputmaterial überwacht, bevor man es eben weiter behandelt und aufbereitet. Da muss man sich auf jeden Fall auch mit auseinandersetzen, wie man das machen möchte. Wir haben da, sind dabei, eine digitale Lösung zu finden. Das heißt, auch meine Maschinisten, die auf dem Radlader Bagger unterwegs sind und ja, ich sag mal, die erste Person sind, nachdem das Material über die Waage gefahren ist, das Material ja sichten, versuchen wir dort eben eine digitale Lösung einzuführen, dass die mit ihrem Mobilgerät tatsächlich das Material fotografieren können, in einer App, sage ich mal so, die wichtigsten Punkte zur Materialbeschaffenheit per Dropdown-Menü oder sowas ankreuzen können, damit das relativ schnell alles abläuft. Und so versuchen wir da jetzt an das Thema ranzugehen. Sehr spannend, danke, dass du uns auch direkt noch ein Beispiel gegeben hast, wie dann die Digitalisierung bei euch im Betrieb voranschreitet. Das war ja auch eins der Handlungsfelder, die du zuvor skizziert hast. Genau, neben dem Faktor Empathie und auch der Mitarbeiterführung. An der Stelle mache ich auch gerne Werbung für Judith Müller, die gleich noch einen Vortrag zum Thema New Work geben wird, wo wir dann mehr darüber erfahren. Und wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Podcast-Folge angekommen und ich frage meine Gäste auch immer sehr gerne zum Abschluss noch nach einem Fun-Fact oder einer witzigen Geschichte, die du während deiner Karriere bei uns in der Kreislaufwirtschaft schon erlebt hast. Was möchtest du da gerne mit uns teilen? Ich sag mal, Fun Fact war tatsächlich, also in der großen Sortieranlage in Stelling, Hamburg, von Otto Dörner, hatte ich abends einen Anruf gekriegt von einem Anlagenführer, also spätabends. Ich war schon zu Hause mit der Info. Wir haben hier ein kleines Kätzchen gefunden, das tatsächlich anscheinend durch den Schredder schon gelaufen ist und irgendwo dann vom Band mitten in der Anlage gerettet wurde. Wurden mir direkt auf Fotos geschickt, so, ja, was sollen wir jetzt machen? Ich so, ja, ist es denn heile, gesund? Ja, alles super. Ich war verwundert, dass es wirklich so überlebt hat, ohne Verletzungen. Wurde dann auch schon sofort, also ich dachte so, ach komm, ich nehme es mit nach Hause oder hole es morgen ab, aber es war dann schon vergeben, ja, okay, an einen wirklich? Sortierer, der gesagt hat, oh, ich nehme es gern mit für meine Tochter. Oh. Also ist in gute Hände gekommen, aber das war so, wo ich total überrascht war, was man tatsächlich alles im Abfall noch findet. Ja, spannend. Ja, was für eine schöne Geschichte. Und da sind wir, glaube ich, alle sehr froh, dass es ein Happy End für das kleine Kätzchen gab. Ja, vielen Dank. Und mit diesen Worten gebe ich das auch gerne ans Publikum. Vielleicht wollen Sie ja auch heute im Laufe der Veranstaltung sich mit den anderen Teilnehmern noch darüber unterhalten, welche Fun Facts oder welche lustigen Geschichten Sie bereits in Ihrer Karriere in der Abfallwirtschaft erlebt haben. Und Linda, vielen herzlichen Dank dir für das Interview und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke. Ja, sehr gerne. Ja, danke. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Polzin, Frau Scherer, für dieses Interview. Das hat viel Spaß gemacht und wer die ersten Interviews oder Castzonen gehört hat, weiß, das ist spannend und zum Schluss immer mit einem schönen Fun-Effekt dabei. Vielen Dank, Frau Polzin, dass Sie uns so einen Einblick gegeben haben in unsere wirklich spannenden Berufswelt der Kreislaufwirtschaft. Irgendwann müssen wir von der Abfallwirtschaft wegkommen und sagen dann doch noch Ressourcen- oder Kreislaufwirtschaft.